Wir berichten hier heute von der Tagung im Süddeutschen Kunststoffzentrum zu Elektro- und Elektronikanwendungen und Kunststoffen. Wir haben für Sie die drei wichtigsten Vorträge zusammengefasst, die sich mit Flammschutzmitteln und Kunststoffen beschäftigen. Wie kommt es zum Brand? Man braucht im Prinzip drei Zutaten. Man braucht irgendwas, was brennen kann. Das ist der Brennstoff. Man braucht einen Sauerstoff, damit es brennen kann. Und man braucht im Prinzip die Wärme, damit es zum Brand kommt, beziehungsweise eben eine Entzündung führt. Der dargestellten Materialien habe ich jetzt ein anwendungstechnisches Beispiel, wo dann, obwohl der flammgeschützte Compound schon existiert, noch einige Bugs zu beseitigen waren, damit die Endanwendung dann auch richtig funktioniert. Was man sieht, ist, dass der Fokus auf die Eigenschaftsoptimierung der neuen Flammschutzsysteme schon weit fortgeschritten ist und dass es hier auch neue synergistische Kombinationen gibt. Meiner Meinung nach, die Anwendung betrifft oder bestimmt weiterhin das beste Flammschutzmittelsystem. Herr Roth, was sind denn die wichtigsten Trends bei flammgeschützten Compounds? Ja, man erkennt generell immer noch den Trend, dass es bei Elektroanwendungen in Richtung dünnere Wandstärken geht, dass die Anforderungen UL94V0 auch da zählen. Und definitiv ist auch die helle Einfärbarkeit in den entsprechenden Farben der einzelnen Firmen ein großer Trend. Auch die Kunden kommen mehr und mehr dazu, eigentlich nur einen Compound einsetzen zu wollen, der alles erledigt. Also sie wollen UL94 haben, die wollen gute elektrische Eigenschaften, die wollen Glydra-Test am Bauteil haben. Aber manchmal können wir nicht alles erfüllen. Einzig die Geschichte, Lasermarkierbarkeit, Hydrolyseschutz und Flammschutz ist schon eine Herausforderung. Die anderen drei haben wir als solches noch nicht in ein Produkt packen können. Halogenfreiheit ist weiterhin ein Trend. Also man erkennt das jetzt auch im Hausgerätemarkt und spezifisch auch in der Richtung, dass es jetzt in erster Näherung erstmal antimondrioxidfrei sein muss. Dann wirkt natürlich das Halogen auch schlechter. Und die nächste Generation in Steckern, die soll auf jeden Fall halogenfrei sein. Nur, dass wir vom naturwissenschaftlichen Ansatz her kommen und Entwicklungsdienstleistungen im Bereich der molekularen, aber auch der Zusammensetzungsentwicklung von polymeren Werkstoffen anbieten. Wir sind, ich beschreibe es immer so, eine große F&E-Abteilung, 35 Mitarbeiter. In diesem Fall ist es so, dass dieser Synergist 6, der bei dem glasfaserfreien System der Beste war, der ist jetzt derjenige, mit dem ich relativ sicher V0 erreichen kann, und zwar indem ich Synergisten reintue. Sie haben tatsächlich so ein bisschen den Faden aufgenommen. Wir haben ja vorhin bei dem Dr. Roth schon festgestellt, da ist viel Trial and Error aufgrund der Komplexität der Einflussgrößen. Und vielleicht ist das ein ganz interessantes Instrument, um dem zu begegnen. Herr Stibani, was ist das Besondere an der Compound-Optimierung, die Sie anbieten? Die Ergebnisse, die der Computer dann bekommt und die er dann auch nutzen kann, um ein Prognosemodell zu schaffen, dann auch wiederkehrend zu nutzen. Herr Stibani, gibt es besondere Herausforderungen bei der Optimierung von Compounds mit Flammschutzmitteln? Im Rahmen unseres Prognosetools es möglich ist, die Compounds gar nicht zu machen, sondern eine Frage ans System zu stellen, und das System prognostiziert eine Compound-Zusammensetzung, die vermutlich dieses Eigenschaftsprofil hat. Wir wollen uns heute mal beschäftigen mit der EN60335. Das ist die Norm für die Haushaltsgeräte. Und was hier in der 60335 neu ist, hier kann ich prüfen, sowohl am Endprodukt als auch an Prüfplatten, an Mustern, und kann diese beiden Prüfungen gegeneinander austauschen. Unten links im Bild sehen Sie auch, wie das funktioniert, hier an einer Prüfplatte. Sie haben einen Glühdraht, 4 mm Durchmesser, in der Mitte ein Thermoelement. Und bei verschiedenen Temperaturen fahren Sie auf das Werkstück zu und schauen, was passiert. Oder ich muss jeweils den Glowwire-Test machen, und wenn der bestanden ist, kann ich in den nächsten Schritt mit reingehen. Wobei hier habe ich die Anforderungsprüfung bestanden, wenn die Flamme kleiner als 2 Sekunden ist. Herr Lehrer, Sie haben in Ihrem Vortrag sehr schön erklärt, dass der VDE anbietet, sowohl Materialien zu prüfen als auch Endgeräte. Wie wird das denn inzwischen von der Industrie angenommen? Nachdem die Norm beide Varianten zulässt, nutzen das die Hersteller natürlich auch. Wir machen auf einer Seite Zertifikatsprüfungen, auf der anderen Seite auch viele Prüfungen am Endprodukt. Wir haben auch eine Datenbank, in der alle geprüften Produkte einsehbar sind. Thank you.
Thank you.